Wir haben heute an den ersten Jahrestag der türkischen Angriffe auf die syrisch-kurdische Region in Nordsyrien erinnert. Wir waren gerade in der amerikanischen Botschaft mit Kurden aus Syrien, aus Afrin, haben einen Appell, ein Memorandum an den amerikanischen Präsidenten, an die amerikanische Regierung übergeben. Wir forderten die Amerikaner, den Angriff gegen Afrin zu verurteilen, alles dafür tun, dass die türkischen Truppen sich abziehen aus Afrin, auch weitere Drohungen durch die türkische Regierung, durch Erdogan gegen Nordosten von Syrien müssen beendet werden.